Moin meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute nicht alleine. Einmal den lieben Joe vom Kanal. Joe filmt. Hey. Und einmal den lieben Dirk. Von Dihu TV. Machen den Tag heute von der lieben Lydia, und zwar den Tag. Fragen, die keiner stellt oder Fragen, die keiner fragt? Ganz genau. Okay. Und wir sind im Übrigen in Frankfurt gerade, deswegen habt ihr da so eine ganz tolle Aussicht. Fangen wir mal direkt an. Und alle drei müssen sie mit beantworten. Sind wir dabei? Ja, also ich lese die Fragen vor, weil... Ich habe meine Brille nicht dabei und ich könnte es sonst nicht vorlesen. Ja, gut, dass das Video nicht so lang wird. Fangen wir an, oder? Genau, wir fangen mal an. Also erstens, schläfst du mit geöffneter oder mit geschlossener Tür? Offen. Offen, weil sonst kann mein Hund nicht rein und rauslaufen. Geschlossen? Ich habe doch keine Lust, dass meine perversen Mitbewohner überall rumlaufen. Ja, geöffnet. Nächste Frage. Nimmst du die Shampoos? Was nimmst du, Shampoos oder Spülungen des Hotels mit? Nein, gar nicht. Also ich habe meine eigenen Shampoo und Spülung, weil ich möchte alles silikonfrei halten und deswegen habe ich meine eigenen immer. Nie. Sowas würde ich nie tun. Ich bin auch so selten auf Touren in Hotels. Also mache ich aber auch nicht, weil das ist mir. Ja, was soll ich sagen? Das ist. Das war ernst gemeint. Total. Ja. Also er nimmt immer alle Shampoos mit. Auch Handtücher und Sachen, ey, bei mir zu Hause sieht's aus. Das ist halt typisches. Nein, mal selten. Also. Ja, jetzt oder nein? Nächste Frage ist. Okay. Ja, du hast noch nicht beantwortet. Doch, ich hab gesagt, ich mach's nicht. Achso, okay. Ja. Schläfst du mit deinen Jalousien oben oder unten? Ich habe sie immer unten, aus dem Grund, weil ich wissen möchte, wann es hell wird. Joe? Ich habe sie oben immer, denn ich habe eine schöne Aussicht nach draußen. Also ich habe sie immer zu, wenn ich schlafe, weil ich nicht möchte, dass jemand mir zuguckt beim Schlafen. Nee, ich hab keinen Block gegenüber, deswegen kann ich die Sterne sehen nachts. Voll schön. Ja. Hast du jemals ein Straßenschild gestohlen? Nein. Nein, habe ich noch nicht. Soll man jetzt sagen, wie viele? Ja. Nein, noch nie! Nein, nein. Doch, habe ich schon mal. Ja. Also ich auch. Ich weiß auch nicht, hat man einfach mal gemacht. Magst du es, Post-its zu benutzen? Nein, gar nicht, weil die fliegen eh immer nur ab. Also ich benutze die gar nicht. Ja, aber dann benutze ich sie nicht mehr. Also ich klebe die immer ein, das ist was wichtig ist, aber ich lese es nie wieder. Also ich benutze eigentlich keine. Schneidest du Coupons aus, ohne sie dann aber jemals zu benutzen? Ich benutze überhaupt gar keine Coupons. Ich schneide sie nicht aus, ich gucke da gar nicht drauf. Ich bin relativ heftig mit so Sachen. Also wenn ich einen Coupon anfange, mache ich ihn fertig. Echt? Echt? Ja. Ich habe alles, diese ganzen Messersets von diesen Namen, die habe ich alle. Also ich mache die. Ich kein hab Witz. So. Ja, ich stehe auf Messer. Stehst du auf Messer? Ich meine, also wenn man ein Steak ist, braucht man ein gutes Messer, wie sich schon wieder anhört. Also bevor es dunkel, genau, ist, müssen wir dann den Joe irgendwie loswerden. Ja, bevor die Zombies kommen. Ja. Ja. Würdest du lieber von einem Bären oder einem Schwarm Bienen attackiert werden? Lieber von einem Bär und hoffentlich ganz schnell. Weil Bienen, die sind irgendwie so, die summen so viel. Nee, dann lieber von einem Bär. Es kommt drauf an, wenn es die Bienenmeier ist, hätte ich schon Bock drauf. So. Oh, ist ja nein. Nee, die Boston Bruins, mein Lieblings-Eishockey-Verein, hat einen Bär und ich glaube, wir würden uns auf Anhieb gut verstehen. Also ich würde auch lieber von einem Bär angegriffen werden. Ja, das kurz, geht halt schneller, kurz und ne? schmerzlos. Aber ja, hoffentlich stimmt. Direkt zack. Eine Schelle ist das Köpfle unten. Genau, so ungefähr. Das Köpfle weg. Ich glaube, Bienen sind ganz schön langwierig, bis du da weg bist. Ja, vor allem wird erstmal alles dick und dann... Nee, also definitiv Bär. Was ist die größte Sache, die du nicht abhaben kannst oder abkannst? Was ich überhaupt nicht abhaben kann, ist, wenn ich mich mit Leuten treffe und sie zu spät kommen. Joe. Warst du heute zu spät? Nein. Ich musste arbeiten. Generell, ich bin halt ein okay. Typ, nee, ist jetzt nicht auf den lieben Joe bezogen, sondern ich bin ein Typ, ich bin also deutsch halt komplett, ne? Also ich bin so richtig deutsche Pünktlichkeit-Typ. Also anerzogen sozusagen. Absolut, ja. Geht mir auch so, ich bin auch immer eine halbe Stunde zu früh. Also heute zum Beispiel war ich auch bei diesem Ferienwork-Ding eine halbe Stunde zu früh alleine. Schön. Das kannst du nicht abhaben. Ich hab's gehasst heute Morgen. Also das war die Frage jetzt. Die Beantwortung hast du damit die Frage beantwortet. Nee, also was kannst du überhaupt gar nicht abhaben? Nein, gar nicht. Was, du hast beantwortet? Also Unpünktlichkeit, nein. Also Pünktlichkeit, ja. Okay. Ja. Also was ich nicht abhaben kann, sind Besoffene, wo so nah herkommen und immer zehnmal dasselbe sagen. Ach, was man nicht abhaben kann? Ja, davon reden wir doch. Fette Menschen.
Also mich selber. Nicht Tina. Nein, das kann man, kann man das noch schneiden? Nee. Das kommt alles rein. Also Unpünktlichkeit hasse ich auch wie die Pest. Zählst du manchmal deine Schritte beim Gehen? Manchmal ja. Nee. Den Tick, dass ich alles dreimal berühren muss, habe ich mit 10 Jahren abgelegt. Aber ich hatte das, also ich hatte nur eine Zeit lang, vor allem als ich ein Kind war, richtig heftig. Echt? Ja. Also ich habe andere Dinge beim, im Kopf. Vor allem beim Treppenlaufen habe ich immer, die Treppenlaufen habe ich immer alles gezählt. Echt? Ja. Also ich tue das nicht. Ich auch nicht. Weil ich andere Dinge im Kopf habe. Also ach so, ja, okay. Wie meine Schritte zu zählen, das ist ja, das war ein Tick früher. Da ist noch eine Kamera hinter uns, die seht ihr nicht. Ja, die filmen, wie wir das filmen. Okay. Also wir werden machen gerade einen Vlog in Vlog mit irgendwelchen Unbekannten. Ja. Genau. Und übrigens, das ist die Kamera, die der Daniel nicht hat. Der Film mehr. Liebe für dich, Daniel. Mal 10 im Wald gepingelt. Wer hat das nicht? Die Frage soll eigentlich sein, wann habe ich das nicht gemacht? Ja, genau. Also genau. Ich sag mal so, wenn man halt im Wald ist, ja, okay, gut. Ja. Man kann das, ja, es ist ein knallhartes Ja. Ja, ich meine, da ist halt auch keine Toilette, ne? Wenn es drückt, dann drückt es. Ja. Das wird gleich die nächste Frage natürlich. Hast du jemals in den Wald gekackt? Nein. Also nur in Schränke. Also ich muss jetzt mal in den Wald gehen. Es ist wieder Zeit für mich. Mach's mal. Ja, nimm dein Taschentücher mit. Ich war bei der Bundeswehr, ich habe gedient. Also die Frage hat sich damit, glaube ich, erübrigt. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe meinen Klappspaten gehabt, sag mal so. Und damit ja. Hast du auch in deine Stiefel gepinkelt, damit sie angenehmer sind? Nein. Okay. Aber in den Wald gekackt. Ja, hallo. Jetzt hast du es gesagt. Ja, bei der Bundeswehr ist es normal. Also, der liebe Dirk kackt gerne in den Wald. Tanzt du manchmal auch, wenn keine Musik läuft? Ja. Wenn besoffen bist, oder? Nicht oder wenn du rein zufällig durch die Fußgängerzone läufst. Ganz genau, und wild fremde Leute antanzt. Und das sieht man demnächst auf die Hu-TV. Ganz genau, müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und zwar da oben werde ich es verlinken. Ja. Müsst ihr auf jeden Fall schauen, wie ich wild fremde Leute antanze. Ohne Musik. Ohne genau. Musik. Also ich hatte Musik halt in meinem Kopf, aber es hat keine gespielt. Also ich tanze oft. Also ich mache auch immer Lapdance ohne Geld für Freunde. Also mit Klamotten an. Er macht auch gerne Lapdance bei sich daheim alleine. Ja, dann von der Kamera. Dann mache ich halt nur so und dann ist es schon wieder in Ordnung. Also mehr passiert da auch nicht. Ich habe nichts verpasst. Hast du auf deinen Stift? Nein. Ich habe es früher oft gemacht und dann habe ich irgendwann mal irgendwas Ekelhaftes erwischt und seitdem mache ich es nicht mehr. Nein. Nein. Klares Nein. Nein. Okay. Bleistifte sind toll. Was ist dein Song der Woche? Not good enough for truth and cliché. All I want for Christmas. It's you. Ich hab keinen Song der Woche, tut mir leid. Ja. Da bin ich jetzt nicht so vorbereitet drauf gewesen, als auf die Frage. Findest du es okay, wenn Jungs pink tragen? Nein. Ja. Wie soll man sagen? Also es kommt drauf an, wie man es trägt. Also es kommt wegen weiblich, ne? Ja. Finde ich jetzt auch. Feminine Seite, geil. Also ich würde es nicht tragen, glaube ich. Also ich glaube, ich würde nichts Pinkes tragen. Echt? Du also weißt doch nicht? Doch, wie ein Schlosshund. Wie ein Schloss. Und wenn ich allein bin, ich heule. Oh Gott, das Leute wird mir gar nicht wiedererkennen. Ein Film, wenn läuft, ne? Es kommt jedes Jahr bei Weihnachten, kommt der Film Tatsächlich Liebe. Kennst du? Ja, ja, oh Gott. Oh, da heule ich wie ein Schlosshund. Ich kenne den Film gar nicht. Dann nicht? Ja, ja, also das ist eine Filmempfehlung für dich. Dann. Jeden Weihnachten kommt es. Tatsächlich Liebe heißt er. Okay, ja. Also unsere Männer wissen, was das für ein Film ist und ich nicht. Wisst ihr das auch? Dann schreibt es in die Kommentare. Ja, ob ihr ihn gut findet oder nicht. Ja. Was ist dein allerliebster Film? Liebe braucht keine Ferien. Und, Walking Dead ist eine Serie. Verdammt. Das ist kein Film, ja. Fear and Loving in Las Vegas. Super Film. Quentin Tarantino-Filme allgemein. Die sind geil. Wollte ich nämlich gerade ansetzen, also Pulp Fiction, ganz klar. Ja. Also kommt kein Film ran. Was ist dein Lieblingsessen? Schwierig. Spaghetti Bolognese? Gibt es auch eine gute Video. Die Hu-TV. In 4 Teilen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ach, ich dachte, es wären 31 gefühlte. Ja, genau. Und deins?
Ich esse sau viel Veganschnitzel. So, der Punkt ist, ich habe so ein Video geguckt mit Veganschnitzel und vom Unge, und das hat mein Mitbewohner, der ist Veganer, Level 2 Millionen. Also ist nichts, was einen Schatten wirft. Und dann kam der echt mit Veganschnitzel an, hat mir Essen ins Zimmer gebracht und die sind echt lecker, und jetzt habe ich die also in meinem Kühlschrank. Also was auch richtig geil ist, vegane Bolognese. Ja? Bolognese. Muss man auch also erstmal machen können. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich doch kein Fleisch mag, warum produziere ich mir dann was, was wie Fleisch aussieht? Aber das schmeckt gut. Ja, es kommt drauf an, das sagen ja viele also, auch über Wurst. Das Wurst ja, ja, eben. Ist ja, also wenn ich doch vegan lebe, dann möchte ich vegan leben. Dann lebe ich so, dann habe ich mein Gemüse, meinen Salat, aber dann bastel ich mir nicht was aus Tofu oder irgendwie wo ausschaut ja. Wie ein Schwein, wie ein Stück Schwein. Stimmt. Also das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ja. Ja, mein Lieblingsessen ist übrigens auch Spaghetti Bolognese. Wann war das letzte Mal, dass du jemandem einen Brief auf Papier geschrieben hast? Außer die Liebesbriefe, wo es der Mick geschrieben ist. Ganz rausschneiden. Aber ich muss wieder an den Wald. Ein Brief, also ich schreibe eigentlich viele Briefe. Ich glaube, letzten Schulunterricht. Okay. Ja. Also ich schreibe meinem Mitbewohner immer kleine Briefe. Also es sind meistens nur Sätze, die sehr liebevoll gestaltet sind. Ihr könnt euch vorstellen, was der Inhalt so ist. Also meine Briefe in der Schule sind nicht liebevoll. Meistens sind es irgendwelche Nestereien. Ja, ja, das meine ich ja damit. Die sind sehr liebevoll. Also wirklich so mit, oh, ich mag dich so. Herzchen und Blümchen. Du bist so schön. Ich schreibe keine Briefe. Wenn ich dich sehe, küsse ich dich. Nur E-Mails. Ja. Die sind so schön unpersönlich. Ja. Hast du irgendeine Zeitschrift abonniert? Nein, keine Zeitschrift. Nur die Glossy Box, aber es ist ja keine Zeitschrift. Nö. Nein. Singst du im Auto? Ja, definitiv ja. Sowas von. Immer, immer. Dusche, Auto, wenn ich daheim bin, wenn ich aufräume, immer. Mit Kopfhörern, dann singst du. Ganz genau, so räume ich immer meine Wohnung auf. Ich singe auch manchmal im Auto. Gutes Lied, wenn im Radio kommt. Da geht er ab, der Direktor. Ja, und die Leute gucken mich alle an. Ja, wow. singst du unter der Dusche, hast du gerade schon beantwortet? Ja, habe ich schon beantwortet. Definitiv ja. Also nein. Ja? Mache ich nicht. Tu ich wirklich du nicht? Der Mensch, der es nicht macht. Ich singe nicht unter der Dusche. Unter der Dusche dusche ich mich. Weißt du? Okay, dusche mich? Definitiv ja. Aber er verlässt die Dusche und schon geht so. Ja, dann ist aus die Brause ja aus, dann kann ich ja weiter sein. Hast du jemals eine Pistole benutzt? Nein. Ja, ich war im Schützenverein. Ich kann auch nur ja sagen, ich habe auch Panzerfaust geschossen und anderes. Ja, okay. MG, ja, alles. Also ich habe ziemlich. Bundeswehr. Ja. Also ich habe mit richtig großen Kaliber geschossen. Dein erstes Konzert, die Frage hat mir der Ben schon gestellt, damals in meinem Tubers Club Video. Nein, das ist. Das ich gespielt habe oder auf dem ich war? Auf dem du warst, oder? Dein erstes Konzert, mehr steht nicht dort. Leftover Crack in der Oettinger Villa in Darmstadt. Das war das bombastischste Konzert der ganzen Welt. Xavier Naidoo. Guns N' Roses. Kannst du deine Zunge rollen? Ja. Zeig. Das musst du auch zeigen. Ja, eben. Das ist der Gag an der Frage. Nicht so. So. Oh. Ja. Hm. Also kannst alle. Okay, alles schön zum Affen gemacht. Schön, schön im Internet. Toll. Ja. Mit Bärchen oder Schokolade? Schokolade. Schokolade. Schokolade, wenn ich es müsste. Würde ich Schokolade vorziehen. Täglich Schokolade. Yay, ich hoffe, ich kriege das Video relativ kurz hin. Ansonsten wird es ein etwas längeres Video. Oder ein Zweiteiler sogar vielleicht. Oder ein 31-Teiler, wie manch anderes machen. Ja, wo dann keiner mehr guckt. Ja. Nee, aber ansonsten hoffe ich, euch hat der Tag gefallen. Und schaut auf jeden Fall bei den beiden nochmal auf den Kanälen vorbei. Da werden wir jetzt auch noch ganz tolle Videos machen. Ja. Ja. Alles unten in der Infobox verlinkt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns dann bald wieder. Genau. Ciao. Ciao. Macht's und.